Hallo und willkommen zu einer tiefen, dunklen Höhle, in der wir seit Jahrzehnten festsitzen. Das einzige andere Lebewesen hier bei uns sind Ratten. Reginald Lampenratten. Oh! entfaltete das parfümierte Schreiben und glitt mit den Augen daran entlang. Oh, mein lieber Freibeutor, leih mir dein privates Ohr. Und so ging es frech weiter. Okay, danke, danke, Herman. Ich mach mal die Hotspot-Anzeige an. Mal gucken, was wir so finden. Ha! Bett und Herman. Bett und Herman. Also, Harmon. Irgendwelche Ideen? Ich hatte gehofft, du hättest eine. Mein Liebes. Ausruhen auf dem Bett. Gut. Naja, gut, also ich meine, wir teleportieren uns raus, das war ja klar, oder? Ich hoffe, das wird ja wohl gehen. Kann ich Herman mitnehmen? Das ist die einzig spannende Frage. Ich würde ihn ja ungern zurücklassen, aber ich kann es auch nicht mit Herman kombinieren. Also. XYZZY. Nun, das war gar nicht so schwer. Was ist mit Mr. Toothrot passiert? Wann? Hast du ihn aus der Höhle geholt? Wie hast du das gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Ja, Guybrush, ja. Aber na gut, damit hätten wir den Schlüssel. Und damit willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Wir werden das jetzt mal der Dame. Oh. Threepwood? Am Leben? Wie ist das möglich? Jemand hat ihn mit einer alten Frau auf der unteren Straße sprechen sehen. Ich habe es selbst bestätigt. Ich mache mir mehr Sorgen um die alte Frau als um Threepwood. Wer ist sie? Nur ein alter Knochensack. Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Ich habe mich um sie gekümmert. Hervorragend. Sie hatte einen Schlüssel bei sich. Einen großen, goldenen. Wollen Sie ihn? Nein, nein, wir brauchen die Schlüssel nicht. Wir haben einen besseren Weg. Versteck ihn einfach dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt. Wo denn? Ist mir egal. Lass dir was einfallen. Ja, Captain. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Du musst auf dem Weg ein paar Dinge von unserem Schiff holen. Er könnte den Schlüssel ja einfach bei sich behalten. Dann muss Threepwood auf jeden Fall durch ihn durch. Aber na gut. Ja, das heißt, die alte Dame ist wohl nicht mehr, ha? Huh? Auf der unteren Straße? Warum die nicht auf der oberen Straße? Hä, sie ist doch noch da. Hi. Hey, Junge. Ich habe eine Warnung für dich. Eine Warnung? Du bist in Gefahr. Eine stämmige kleine Geisterfrau ist mir auf die Schliche gekommen und hat mich übel zugerichtet. Sie hat mir meinen goldenen Schlüssel weggenommen. Oh nein! Hast du eine Ahnung, wo sie ihn hingebracht haben könnte? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht leisten, mich darum zu kümmern. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich gebe das Geheimnis auf. Du solltest auch aussteigen. Danke für die Warnung. Ja, genügend der Ratschläge. Ich habe zwei goldene Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal in die Gasse. Eine Quizkarte, ich hab's gewusst. Äußerst nützlich, diese Gasse. Was gibt's zu quizzen? Da. Die Ente im Park kann hiermit gefüttert werden. Brot, Cracker, Entenpellets oder Fisch. Habe ich die nicht mit Klee gefüttert? Naja, ich meine ansonsten halt Brot, ne? So. Hä? Aber habe ich hier nicht Klee gegeben? Das vierblättrige Kleeblatt hatte ich in Erinnerung, dass ich ihr das zugeworfen habe. Okay, also, Whiteys gestohlene Schlüssel, der wird wohl irgendwo auf LeChucks Schiff sein, gehe ich von aus. Ich meine natürlich Le Ship. Die echte Flagge, Quarantäneschiff, bla 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 bla, Bermuda. Ja, genau, den versteckten, den Ned müssen wir wiederfinden. Oder ihn irgendwie impersonieren. Und für Herzhaftigkeit wollte ich in das Hilfebuch schauen, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt doch mal gerade. Ja, das hier. Wie kann ich den Wettbewerb der Herzhaftigkeit gewinnen? Ich gucke das jetzt mal nach. Geh in den Raum, ja.
lege den Fisch, den du gekauft hast, in den Eimer. Oh. Ich habe gar keinen Fisch gekauft. Der ist eine gute Idee. Theoretisch habe ich ihn gekauft. Okay, von mir aus. Ja, es ist soweit. Soweit so hilfreich. Gib mir mehr. Danke für nichts. Das hilft nicht. Das hilft überhaupt nicht. Okay, vielleicht muss ich es in den Eimer legen und dann nochmal nachfragen. Okay. Kurz mal schauen. Wer hält Ausschau, wenn du hier in der Schlange stehst? Willst du es tun? Nur zu. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob Ned hier durchgekommen ist. Ned Filigree. Ist aber sehr unwahrscheinlich, nehme ich an. Ich habe nicht wirklich... Okay. Ja, gut. Hat nichts zu sagen, das war schon klar. Wie viele Einsiedlerkrebse haben sich auf Barebones Island niedergelassen? Ich habe 2 gezählt. Oh. Ist auch nicht so viel Platz für einen dritten dort. Oh. Kann ich sie kaputt machen? Okay. Ned Filigree. Wo könnte der sich hin verziehen? Wahrscheinlich nicht hier. Schlüsselmacherin würde mir jetzt nicht einfallen, warum ich bei der was zu tun hätte. Ich guck mal schnell vorbei. Irgendwas. Ja, eigentlich hat das hier keinen Zweck. Fischladen, weiß ich auch nicht. Nett jetzt beim Fischladen ein Mitglied ist. Ich kann es mir kaum vorstellen. Das hier ist nur Trümmer und nichts weiteres. Und im House of Mojo ist weiterhin nur der eine Quizkarte. Weiterhin nur der Tresor, nehme ich an. Jawohl. Quizkarte. Die Blumen bei der Bank sind... Bei der Bank. Bei der Bank im Park? Oh, ich habe diese Frage schon mal gehabt. Die sind lila. Ha! Wusste ich. War auf keinen Fall geraten. Ich meine, frisches Getränk schadet nicht, ne? Ich bin noch nicht fertig mit meinem Drink. Ist mir sowas egal. Gesucht. Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung der Geisterhuhn mit Verdauungsproblemen heißt Molly. Aber Madison finde ich auch schön. Bei Molly könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Schlüssel versteckt. Und dass wir dann endlich mal das Futter brauchen. Okay, ich würde hier auf der Insel noch ins Museum noch einmal vorbeischauen, nur noch um mal zu gucken, ob mir noch irgendwas Neues einfällt. Wie ich hier im Museum an die Karte rankommen kann. Lago La Grande Slogan war: Wohin du auch gehst, auf See und an Land, du kannst nicht entkommen vor Lago La Grande. So habe ich es in Erinnerung. Wie ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Das ist ein anderer. Aber den Spruch gibt's auch, ja. 50 Karten haben wir gelöst. Die Hälfte des Spiels haben wir also schon durch. So, ab ins Museum. Und wir könnten nochmal in Stans Hütte schauen, ob wir da nicht irgendwas finden, was uns hilft, alles stattlich zu erklären, dass wir Ned Filigree sind. Sargodruder, Miethuckshaken. Die zwei Papageien, das Fahndungsplakat. Alles nicht so hilfreich. Gefälschte Karte. Aber wir haben halt einfach... Es ist abgeschlossen. Es war so ein neues Schloss ohne Seriennummer. Was soll ich da machen? Mein Messer knacken? Das endet nie gut für das Messer.
Dieser Schlüssel passt nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich wünschte, ich könnte mein Inventar sortieren. Vielleicht kann ich ihm irgendwas geben, einen Tausch? Irgendwas, was er unbedingt im Museum ausstellen will? Die echte Flagge? Oh, das bin ich ein bisschen versucht. Vielleicht gibt er sie auf, wenn ich ihm sage, dass das ein Ausstellungsstück nicht einzigartig ist. Haha. Die Flagge in der Vitrine ist nichts Besonderes. Ich habe auch so eine. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass Ihre Karte echt ist. Denn es sind nur 3 Exemplare bekannt. Dann lass uns doch mal vergleichen. Lass uns doch mal vergleichen. Die Flagge in der Vitrine ist nichts Besonderes. Ich habe auch so eine. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich. Mein Dab, ich habe schon die echte gezeigt gerade, oder? Ich habe ihm nicht 2-mal die falsche gezeigt. Ich habe ihm die gezeigt, oder? Die Flagge in der Vitrine... Allerdings ist es... Ach Mann, kein Echtheits... Muss ich ihm jetzt noch einen Echtheitsbeweis vorlegen? Tagebuch von LeChuck. Möchten Sie dies für Ihren Newsletter verwenden? Es ist das persönliche Tagebuch des berüchtigten Geister-Zombie-Dämonen-Piraten LeChuck. Hey, cool. Ich meine, es ist natürlich auf keinen Fall das echte. Und nur ein Narr würde LeChucks echtes Tagebuch veröffentlichen. Das könnte dich umbringen. Aber ich bin mir sicher, dass es meinen Lesern gefallen wird. Ich denke, ich kann daraus eine 6-teilige Serie in der Belletristikabteilung machen. Vielen Dank. So, und jetzt schließen wir die Lagerhalle auf. Nein? No. Kurz noch gucken, ob ich noch was anderes habe für ihn. Hätten Sie Interesse daran für die Pirate Times? Mein Freund hat das geschrieben. Es ist Piratenpoesie aus einer Art Zombie-Perspektive. Zombie-Piratengedichte? Das klingt wirklich interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen für Ihre... Ah, wenn er sie aufsagt, verwandelt er sich vielleicht in Zombie. Sie wissen aber schon, dass ich über eine andere Person rede, oder? Das sind nicht meine Gedichte. Sicher, wenn Sie das sagen. Gab mir Achievement für. Okay, dieses Schild? Nein. Diese skurrilen Notizen? Nein. Die Karte? Ah, die wäre jetzt auch schön gewesen zum Ausstellen. Die Einführungsbroschüre? Nein. Elaines Notiz? Nein. Aber sowas sammelt er doch. Bilder? Nein. Das Skurbut? Nein, das habe ich ihm schon mal gezeigt. Städtische Anordnungen brauche ich noch. Netztasche? Nee. Das bringt nichts. Ekelhaft. Sieht aus wie eine Avocadosuppe vom Vortag. Okay, ich rede nochmal mit Ihnen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie die echte Flagge demnächst ausstellen werden? Oh nein, zu wertvoll. Sie bleibt definitiv im Lagerraum. Kann ich hier sein falsches Holzbein ansägen? Kann ich ihn ausrauben? Nein. Dann weiß ich auch nicht. Nee, vielleicht stehe ich hier auch auf dem Schlauch, aber im Moment weiß ich nicht, was ich ihm geben kann. Gibt auch keine Hintertüren. Als ich sechs Jahre alt war, hat Museum für Piratenkunde. Keine geheimen Eingänge. Quizkarte. Das Spiel Monkey Island hieß früher Pirates of Monkey Island, Mutiny on Monkey Island, That Pirate Game, oh, Voyage to Monkey Island. Ah, That Pirate Game, kann ich mir vorstellen, dass das so einfach so der Entwicklungstitel war. Reise nach Monkey Island kann ich mir auch vorstellen. Die anderen beiden klingen jetzt nicht unbedingt so. Ich probiere es mit That Pirate Game. Nope. So, hier ist auch nichts mehr, was irgendwie hilft, habe ich das Gefühl. Morgan Le Fay taucht zuerst auf in... Okay, nicht in Secret, nicht, dass ich wüsste. Chuck's Revenge, nein. Flucht von Monkey Island... könnte sein. Morgan Le Fay, wer war das überhaupt nochmal? Tails, glaube ich. Ich glaube, ich assoziiere das am ehesten mit Tails oder Flucht. Ja, Tails war es, okay. Okay, so, Abreise.
Wo wollen wir hin? Aufs Schiff von LeChuck. Wir fragen Bob, der ist nett. War Iron Rose schon zurück auf dem Schiff? Sie war für eine Weile zurück, ja. Sie war in Eile. Sie ging unter Deck, kam gleich wieder hoch und ging wieder. Sehr interessant. Danke, Bob. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Und wie gesagt, ich vermute ja, dass sie den hier unten versteckt hat im Laderaum. Oder auch nicht. Doch, da, genau, hier, ein goldener Schlüssel. Haha. Unerwartet, aber willkommen. Ugh. So, jetzt geben wir dem Huhn einfach Geisterhühnerfutter. Dann kackt es den raus. Nämlich genau dahin, woraus es gemacht ist. Wo der Klecks immer landet. Ich denke, dreimal sollte reichen, oder? Jetzt gehen wir aufs Unterdeck. Und wieder rein. Und schon ist er draußen. Wunderbar. Das muss der gestohlene Schlüssel von Whitey sein. Perfekt. Das war einfach. Wow, das ist echt kein gutes Versteck, muss man sagen. Also sagt der Schrubbi, der Mob oder der Eimer? Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun könnte. Warum dauert der Zauberspruch so lange? Entspann dich. Layla weiß, was sie tut. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Willst du mich oder meine Mutter beleidigen? Ja. Na, das klingt doch lohnenswert. Okay, die kommen sich in die Haare. Warum nicht? War das eigentlich nicht gerade... Also nicht der falsche Charakter? War das nicht gerade die eigentlich normalerweise Voodoo macht, die jetzt da sich gestritten hat? Na, egal. Den Schlüssel hätten wir. Was ist unser nächstes Ziel? Ah ja, jetzt würde ich nochmal in das Lösungsbuch schauen, um zu gucken, wie ich denn jetzt hier Königin werde. Nachdem ich die Fische in den Eimer gelegt habe. Das wäre schon mal der erste Schritt. Lösungsbuch, hilf mir. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Okay, mach ich, aber dann. Das sollte ihm etwas Piff verleihen. Und dann? Moment mal. Habe ich immer noch Fische da? War das die ganze Zeit so, dass ich einfach immer noch Fische im Inventar hatte und ich habe es nicht gesehen? Bin ich dumm? Ich glaube, ich bin einfach dumm. Ach nein. Okay, nein. Diesmal habe ich sie im Eimer gewürzt und ich habe immer noch welche im Inventar. Ja, okay. Vorher habe ich sie im Inventar gewürzt und sie waren immer noch rot. Also ich... Ja, okay, es macht schon Sinn, aber es ist trotzdem dämlich. Okay. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Hätte ich zugegebenermaßen schneller drauf kommen können. Eigentlich hatte ich ja die richtige Idee. Ich war nur zu blöd, das halt interface-mäßig richtig zu machen. Mr. Threepwood, wir warten darauf, dass Sie Ihren Fisch auf den Teller legen. Und jetzt möge das Essen beginnen. No. Zwei Bissen? Das ist mehr, als sie gegessen hat, oder? Kann ich jetzt aufhören? Ja, Sie können aufhören, wenn Sie wollen. Meine Damen und Herren,
Ihr neuer Champion der Herzhaftigkeit mit 2 Bissen gegen den einen der Königin ist Mr. Threepwood! Bürger von Bermuda, Herr Guybrush Threepwood hat es irgendwie geschafft, unsere geliebte Königin Odina bei allen 3 traditionellen Wettbewerben zu schlagen. Wir sind versammelt, um eine geordnete und friedliche Machtübergabe zu vollziehen. Ich will ja nur die Krone haben. Okay, ich fühle mich ein bisschen dumm. Eigentlich hatte ich ja die Lösung und eigentlich... Ja, okay, eigentlich hätte man schon verstehen können, wie es geht. Dass man halt zuerst... Ich hatte, glaube ich, gedacht, wenn ich die Fische in den Eimer lege, habe ich keine mehr im Inventar. Aber ich wusste ja eigentlich, dass das nicht stimmt, weil ich hatte ja immer noch scharfe Fische im Inventar. Also eigentlich Fische in den Eimer legen, dann würzen. Okay, von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich das auf mich oder auf das Interface schieben soll. Ein bisschen sauer bin ich auf das Spiel. Es hätte das irgendwie klarer machen können. Okay. Soll ich mich auf den Thron setzen oder so? Es gibt einige übliche Gelübde. Gelübde? Niemand hat ein Gelübde erwähnt. Werdet ihr die Ehre und Würde von Bermuda in jedem eurer Gedanken und Taten treu aufrechterhalten? Warum nicht? Und werdet ihr versprechen, die Gesetze von Bermuda durchzusetzen und zu befolgen? Darf ich nach dem Teil mit dem Befolgen fragen? Ich meine, wenn ich die Königin bin... Die Königin ist auch eine Bürgerin. Gut, ich werde es tun. Schwört ihr, das Volk von Bermuda zu verteidigen und zu beschützen? Notfalls unter Einsatz eures eigenen Lebens oder eurer Gliedmaßen? Okay. Ich denke schon. Und werdet ihr alle Herausforderungen an eure Herzhaftigkeit, eure Ernsthaftigkeit und eure Intelligenz mit Anstand annehmen? Na klar, ich will ja nur kurz den Schlüssel haben, dann kann jemand anderes König werden. Wie wäre es, wenn Odina Königin bleibt und ich einfach die Krone beanspruche? Die Krone ist das Eigentum der Königin. Netter Versuch. Na gut. Nun gut. Bürger von Bermuda, ihre neue Königin, Guybrush Threepwood. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du meinen Rat willst... Her mit der Krone! Ich hoffe, du magst es, deine ganze Zeit mit den 3 Wettbewerben zu verbringen. Denn das ist jetzt dein Job. Ich schreibe jetzt eine Memoir. Krone zerstört. Ich glaube, die Ehre und Würde ist schon mal verletzt. Oh, als eure Königin? Habe ich beschlossen, die Monarchie abzuschaffen und stattdessen die totale Anarchie einzuführen. Deshalb habe ich die Krone symbolisch zerstört. Warum nehmt ihr nicht alle einen Schlüssel? Du bekommst einen Schlüssel. Und du bekommst einen. Und du! Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss noch woanders hin. Okay. Habe ich dich gebeten, dem Gefangenen einen Schluck Wasser zu geben? Nein, Captain. Das haben sie nicht. Ich habe aus eigener Initiative gehandelt. Wenn ich Initiative will, bitte ich darum. Natürlich, Sir. Ich brauche dich als Teamplayer. Und im Moment konzentriert sich das Team auf eine Sache. Das Geheimnis. Ja, Sir. Was? Was ist? Raus damit! Nun, es ist nur so, dass einige aus der Mannschaft geredet haben. Sag schon! Sie denken, dass das Geheimnis nicht wirklich ein Teamziel ist. Es wurde angedeutet, dass sie glauben, dass sie Elaine Marley für sich gewinnen können, wenn sie das Geheimnis erreichen, was, nun, ehrlich gesagt, klingt das etwas verblendet. Es ist nicht realistisch, Sir. Du erwähnst Elaine nicht in meiner Gegenwart und maßt dir nicht an zu wissen, was ich denke. Tut mir leid, Captain. Das war das letzte Mal, dass ich das Thema anspreche. Ja,
das war es. Okay. Ja, dann müssen wir ja nur noch zwei Schlüssel bekommen. Den von Bella und den von... Nee, einen Schlüssel, den von Bella. Das war's. Der hat aber noch ein paar Schritte vor sich. Da müssen wir Stan's Lookblatt und so weiter. Also wir müssen eigentlich nett finden. Darauf läuft's hinaus. Nett finden oder nett ersetzen. Alles klar. Gehen Sie weiter. Ich guck mich noch einmal im Eissteinbruch um. Hey, Stan. Hallo, mein Junge. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Ich zeig ihm mal die Beweislast. Diesen Spaß muss ich mir gönnen. Ah, ich kann sie ihm nicht zeigen, okay. Na gut, dann... Das ist mein alter Buchhalter Ned Filigree. Ein Zahlengenie. Aber wenn Sie je seine Unterlagen sehen würden... Dann würden Sie verlangen, dass er persönlich vorspricht, ja. Okay. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Hey! Das ist eine Skulptur von mir. Sowas wollen wir hier nicht. Wo sind meine Streichhölzer? Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Hallo, treuer Untertan. Nicht alle so glücklich hier, oder? Ich habe das Gefühl, dass jemand hier meine Krönung nicht zu schätzen gewusst hat. Okay. Tja, was können wir machen? Ich habe schon versucht, dem Richter habe ich das Bild gezeigt, das hat nichts gebracht. Und hier auf der Insel. Wo ist eigentlich der zweite Einsiedlerkrebs? Ah, da ist er ja. Okay. Hier auf der Insel geht auch nicht viel. Welche dieser Personen wurde nicht von einer riesigen Seku verschluckt? Wir wissen ja, dass es Morgan Le Fay war. Marquis de Cinch, Coronado de Cava. Gott, das war alles in Tales of Monkey Island. Murray, war der dabei? Marquis de Cinch, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Coronado war, glaube ich, dabei. Murray bestimmt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer der Marquis war, aber er klingt irgendwie nach einem Gegenspieler eher als einem Verbündeten. Puh. Hier ist nichts Neues. Kann sich Ned auf Terror Island verstecken? Unwahrscheinlich, oder? Mich vorstellen, dass sich jemand in einem so traurigen Ort hier versteckt. Große Killerameise. Nö, hier ist nichts. Ich drücke aber die falsche Taste, wenn ich zur Karte will. Ich meine Tastatur so liegen habe, dass ich sie nicht richtig sehen kann. Ha. Zeugenschutzprogramm, vielleicht ist er auf Scurvy Island? Ich frag mal Elaine. Hi. Hi. Ich zeige erstmal das Bild. Warum zeigst du mir dieses Bild von Stan mit einem Kerl, der wie ein Wiesel aussieht? Ja, das würde ich dir gerne erklären, aber ich kann es wohl nicht.
Ich liebe dich. Ich dich auch. Okay, bringt uns nicht weiter. Wie viele Fackeln brennen anfänglich auf Bermuda? Ich habe von 5 geredet. Aber war falsch. Sprung nur 7. Nö. Ich weiß gar nicht, welche Fackeln. Da sind noch welche vor dem Königspalast. Ach, egal. Ich werde das einfach durchprobieren, bis ich die richtige Antwort finde. Ned, Ned, bist du da? Heftklammer-Entferner. Okay, was wäre, wenn ich dem Richter ein Bild von mir und Ned Filigree vorlege? Hilft das in irgendeiner Form? Richter, habe ich gesagt, nicht Rathaus. Was ist das Bild zurückgeblieben? Das muss ja irgendwas bedeuten. Kann ich das noch... Oh, nein, nicht das Gericht verlassen. Oh, man kann es auch nicht abbrechen. Kann ich das noch mit einer Unterschrift? Nee. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem... Okay, okay. Nein. Die Antwort ist nein. Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Sowohl beim Museum als auch bei dem Gericht weiß ich gerade nicht, wie es weitergehen soll und bin deswegen ein bisschen versucht, nochmal in das Hinweisbuch zu schauen. Ah, warte mal, die haben jetzt Bilder von mir hier hängen, das ist ja auch nett. Ich kann es nicht mal kommentieren. Ja. Ich guck mal noch im Gefängnis vorbei. Vielleicht sitzt er ja da drin. Oder Otis hat ihn. Ach, ich weiß es nicht. Hey, Guybrush! Was bringt mir das Bild? Warum habe ich das Bild? Das ist das, was mich irritiert. Wozu brauchen wir das Bild? Wen möchte ich mit diesem Bild mit Ned ausstellen? Gibt es irgendeinen Grund, dass wir dieses Bild haben? Meinen Namen ändern lassen, bei Carla. Ich besorge mir neue Papiere. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. Nee, okay. Da ich hier nicht Ahnung habe, wie es weitergeht, gucke ich mal in das Lösungsbuch. Beneficial Flaggen. Was ist das Wahrscheinlichere, was ich machen kann als nächstes? Das sind wahrscheinlich Sachen, die ich parallel machen kann. Und bei beiden stecke ich fest. Was will ich denn eher den Hinweis haben? Ich denke, wenn ich die Flaggen kriege, habe ich vielleicht noch eine Chance, vorher irgendeine Idee wegen Ned Filigree zu haben. Bei den Flaggen, also gerade bei der im Museum, habe ich ja jetzt irgendwie überhaupt keinen Ansatz im Moment. Ja, wie komme ich die echte Flagge? Aha. Aber dann komme ich ja immer noch nicht durch die Tür, oder komme ich dann an seinen Schlüssel ran? Okay, na gut. Hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm, dass das funktionieren könnte. Weil letztes Mal, als ich die Vitrine aufgeschlossen habe, hat er mich einfach rausgeschmissen. Das sollte eigentlich nicht offen sein.
Ich sollte die lieber zusammenfalten und einlagern. Dann kann ich herausfinden, was mit dem Schloss los ist. Was? Was? Die Kanten müssen perfekt werden. Was? Das ist ja wohl die unlogischste Lösung überhaupt. Wenn wir die Vitrine nachgemachte Flagge einfach an ihrem zur gefälschten... Vielleicht merkt er dann nicht, dass die echte Flagge fehlt. Zur gefälschten Flagge aufmachen, dann schmeißt er uns nicht mal raus. Er sagt, er schaut, was mit der Vitrine los ist. Und er macht hinten die Tür auf und faltet vorne daran die Flagge zusammen. Was ist das denn für ein Rätsel? Also bitte. Das, okay, ja, das fand ich, hat jetzt überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Vorausgesetzt natürlich, du bist echt. Nur weil ich dich sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass du auch wirklich existierst. Ein Beispiel. Du wirst nie erraten, wen ich hier in der Höhle glaubte zu sehen, der meinen goldenen Schlüssel gestohlen hat. Aber dann ist er einfach verschwunden. Und das ist etwas, was Halluzinationen tun, was echte Menschen im Allgemeinen nicht tun. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wo ist der Schlüssel eigentlich? Ich hatte ihn genau hier. Und es gibt nicht viele Orte, wo er sein könnte. Na, immerhin das. Okay, das war komplett unlogisch. Dann gucke ich mal, ob das mit Stan auch komplett unlogisch ist. Ich nehme jetzt die Hinweise, warum nicht? Also das, die Vitrine aufsperren, ohne die Papageien zu füttern, damit er hinten aufsperrt, das, nee, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich finde, das macht keinerlei Sinn. Wie befreie ich Stan? Ja, ich brauche noch einen Hinweis. Ja, ich brauche noch einen Hinweis. Durchstöbere Nets Tasche. Habe ich das nicht schon getan? Huch, ich habe das noch nicht getan. Hä? Habe ich das noch nicht getan? Ja, okay, gut. Entschuldigung. Upsi. Ich bin kein Experte, aber das Zeug sieht so schräg aus wie die Zähne meines Onkels Elmo. Das sollten genug Beweise sein, um Stan für eine sehr lange Zeit einzusperren. Es sieht so aus, als hätte Ned eine gültige Buchhaltungslizenz auf 26 Inseln, einschließlich des District of Columbia. Es sieht so aus, als hätte Ned eine gültige Buchhaltungslizenz auf 26 Inseln, einschließlich des District of Columbia. Okay, was hilft mir die Lizenz? Die ist doch auch kein Beweis, dass ich... Huch, die können wir auch da reinpacken. Ist das jetzt ein Ausweis? Ist das... Hä? Ist das die Lösung? Das wird immer absurder. Wenn das die Lösung ist, wird es immer absurder. Wahrscheinlich ist es nicht die Lösung, weil ich natürlich mein Porträt reinpacken muss. Das sollte alle Fragen darüber klären, wer ich bin. Schwören Sie hiermit unter Eid und unter Androhung von Gefängnisstrafen, dass Sie Ned Filigree sind und die von Ihnen eingereichten Dokumente wahrheitsgemäß und rechtmäßig sind? Ja. Verdammt richtig. Ruhe, Ruhe im Gericht. In diesem Gerichtssaal wird es keine weiteren Ausbrüche von Obszönität geben. In Anbetracht dieser neuen Beweise verurteile ich Stan hiermit zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Eissteinbruch. Ohne Aussicht auf Bewährung. Bitte bewahren Sie diese rechtsverbindlichen Dokumente für Ihre Unterlagen auf. 10 Jahre. Was? Er wusste doch, dass ich Guybrush bin. Das überzeugt ihn jetzt? Oh, toll. Und ja, okay, ich habe den Koffer nicht untersucht. Aber ich bin... diese Folge bin ich etwas unzufrieden. Spans verlängerte Haft. Das zeigen wir ihm jetzt vor. Und dann wird er unzufrieden sein. Dann fliegen wir mit ihm durch den Tunnel. Dann gehen wir zu Elaine. Dann passt er für uns das Flugblatt an. Wofür er unbedingt mit Elaine direkt reden muss. Und dann holen wir uns den letzten Schlüssel. Ich habe eine beunruhigende Nachricht zu deinem Urteil. 10 Jahre? Oh nein, ich kann einen Monat durchhalten, aber nicht 10 Jahre. Du musst mich hier rausholen. Betrachte es als erledigt.
Okay, da hinten ist ein Tunnel. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Die Ketten. Ach, die Ketten müssen wir noch kaputt machen. Das ist kein ätzender Grog. Ach, die Ketten müssen wir kaputt machen. Messer. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu manipulieren. Ich kann die Seriennummer lesen. Oh, ich werde Gott. Sie aufschreiben. Wie umständlich. Hallo. Hallo. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Ein Fesselschlüssel, was? Spezielle, extrem kalt gehärtete Version. Diese Fesseln werden gar nicht mehr hergestellt. Ich nehme an, Sie haben sie schon eine Weile? Oh ja, sie sind schon seit Generationen in meiner Familie. Das ist auch so ein unnötiges Rätsel. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob man da jetzt noch die Seriennummer von den Fesseln abliest oder nicht. Was ist los, Stan, mein Mann? Ah, Freiheit. Lass uns hier verschwinden, bevor sie vorbeikommen und die Fesseln wieder einfrieren. Ja, ich möchte dich mitnehmen, um mit Elaine über die Limetten zu sprechen. Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten, Mr. Stanman. Ich freue mich immer, wenn ich einem anderen Unternehmer in einer nicht konkurrierenden Branche helfen kann. Beginnen wir mit dem Branding. Limette klingt nach einem Reinigungsmittel. Es ist dünn, es ist unattraktiv. Wenn man es laut ausspricht, klingt es wie Jammern. Wir brauchen etwas mit Pfiff, etwas, das knallt. Wie Rasierbomben oder saure Bomben oder so. Ich verstehe, was Sie meinen. Guybrush, du warst auch einmal ein junger Mann mit Adrenalinproblemen. Was meinst du? Die Säbelfrucht. Säbelfrucht. Gefällt mir. Du hast eine Zukunft, mein Junge. Ihr Werbeflugblatt muss auch weg. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich denke. Wir wollen Schlangenöl, Kristallvibrationen. Je wundersamer und unwahrscheinlicher es klingt, desto besser. Ich bin mir nicht sicher, ob mir Lügen gefällt. Dann werden wir es nicht in Worte fassen, sondern ein Bild verwenden. Bilder lügen nicht. Sie deuten an. Guybrush, wenn Säbelfrüchte irgendetwas auf der Welt für dich tun könnten, was würdest du dir dann wünschen? Das Geheimnis von Monkey Island finden. Guybrush! Das ist gut, aber ich denke da eher an eine Superkraft. Irgendwas, wo sie... Unwiderstehlicher Charme? Das hast du schon. Oh. Jeder will charmant sein, das ist perfekt. Zum Schluss brauchen wir noch eine Aufforderung zum Handeln. Werde kalt oder werde dunkel oder nimm das. Die sagen nichts aus. Müssen sie auch nicht. Es ist nur ein kurzer, prägnanter Slogan, der den Eindruck erweckt, dass du jetzt sofort etwas tun sollst. Beiß rein. Beiß rein. Fast zu aussagekräftig. Aber ich denke, wir können damit arbeiten. Das ist ihr neues Flugblatt. Es ist wunderschön. Säbelfrucht, beiß rein. Verhindert Haarausfall, reduziert Bauchfett, kann auch Skorbut heilen. Wow. Zeigen Sie den Leuten das und sie werden um ihr Produkt betteln. Sie legen den Preis fest. Erstgeborenes, alles. Eigentlich werden wir sie verschenken. Dies ist eine Initiative für die öffentliche Gesundheit. Was? Also das ist doch Unsinn. Man verschenkt nicht den besten Bullen, nur weil die Leute Bullen brauchen, wenn sie mir folgen können. Ich spüre hier definitiv etwas von einem Bullen, wenn sie mir folgen können. Nun, es ist sowieso an der Zeit zu schließen. Sie können mir meinen Anteil schicken. Ich bin weg. Folgen Sie mir nicht. Ihr Anteil? Jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Okay, warum hat Stan seine Kleidung wieder? Warum hat Stan kein Problem damit, hier mit uns zu arbeiten, obwohl er gesucht wird? Okay, weil wir ihn rausgehauen haben. Ah gut, egal. Fantastisches Flugblatt, nehmen wir mit. Ich leihe mir das einfach mal für eine Weile aus. Ja, und dann nehmen wir den direkten Weg zum treibenden Segelschiff.
Hey, schaut mal. Ich habe aufregende Neuigkeiten über Skorbut für euch. Lest das hier. Säbelfrüchte. Die neue erstaunliche Wunderfrucht. Lässt Haare nachwachsen, entfernt Bauchfett. Heilt auch Skorbut. Fantastisch. Hast du ein paar dieser wunderbaren Säbelfrüchte? Na klar, genau hier. Diese kleinen grünen Kerlchen. Bist du sicher, dass da keine Wissenschaft drin steckt? Seht euch das Flugblatt an. Ihr werdet keinen Hauch von Wissenschaft finden. Wir sind gerettet! Beiß rein und willkommen an Bord! Wunderbar. Machen wir es kurz. Ihr habt schon bessere Tage gesehen. Wir schnappen uns die Flagge. Der Rest sind nur Schilder. Ich bin mir sicher, dass Sie eine kleine Flagge nicht vermissen werden. Aber ich frage lieber nicht nach. Es war ein unbezahlbares Kulturgut, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Er zerschlug es in 1000 Stücke, noch bevor ich das Gebäude verlassen hatte. Ganz zu schweigen von der Regierung, die sich in einem völligen Umbruch befindet. Er hat offiziell die Anarchie ausgerufen. Ist es wirklich Anarchie, wenn man sie offiziell ausruft? Offenbar lautet die Antwort ja. Mein herzliches Beileid zu Ihrem Verlust. Ihren Verlusten. Richter Planke sagte, er habe einen wilden Blick gehabt, als ob sich etwas durch seine Augen aus seinem Kopf herausdrücken wolle. Zurechnungsfähige Menschen sehen nicht so aus. Aber Elena war uns bis jetzt nicht böse. Ich muss kurz irgendwo anlegen, um auf meine Karten schauen zu können. Hier sollte reichen. Ich weiß, die Folge ist schon ziemlich lang, aber... Die Löcher der drei Flaggen stehen in einer Linie und zeigen eine genaue Position an. Ich werde sie mit einem X markieren. Vielleicht habe ich die Folge auch schon in zwei Teile geteilt, wer weiß. Mein Schiff. Und dann fahren wir dahin. Ich habe mich auch nicht genau gemerkt, wann ich gestartet habe, ehrlich gesagt. Wir tauchen, ich will diesen letzten Schlüssel jetzt noch haben. Eines Tages. Vorsicht da unten. Kann ja so lange nicht brauchen. Oh, Moment, warum sind es nur 4 Minuten? Hallo? Was ist da los? Habe ich was verpasst? Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Aha, und da fliegt ein Kugelfisch rum. Das ist doch schon mal ein Teil der Lösung. Angesichts der vielen Lecks, die das Schiff zweifellos noch der hat, gibt uns extra sollten Luft. Wir uns nicht zu lange aufhalten. Das ist ganz nett als Rätsel, uns das mit dem Kugelfisch da unten zu zeigen. Das ist wirklich tief. Ich tauche schon seit 4 Minuten. Ich muss jetzt umkehren, sonst kann ich meinen Atem nicht lange genug anhalten, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Schlupp. Meine Lunge ist wieder voller köstlicher Luft. Sehr gut. Zum Glück kennt Guybrush keine Taucherkrankheit. Wo ist meine nächste Quizkarte? Sieht aus, als hätte ich dich aufgespürt. Man könnte sagen, ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Ich sollte hier nicht allzu viel Zeit verschwenden, ne? Ist noch was in dem Fisch drin? Nein. Hey, die war auch ein Seeteufel. Natürlich war sie ein Seeteufel, das wissen wir ja. Gut, nehmen wir uns den Schlüssel und ab dafür. Ja, Messer. Okay, stopp. Guybrush, stopp. Messer. Guybrush. Das ist der letzte Schlüssel. Voodoo-Laden, ich komme. Das wäre nicht nötig gewesen. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich habe schon zu viele wütende Geister gesehen. Ich haue besser ab. Der Geist von Bella Fischer wird sich wahrscheinlich auch bei Elaine beklagen. Threepwood hat alle Schlüssel!
Ja, Captain, er hat gerade den letzten geborgen. Setze die Segel Richtung Mealy Island! Was ist mit meinem Zauberspruch? Er ist fast fertig. Ich bin sicher, dass ich später eine Verwendung dafür finden werde. Ich fürchte, dasselbe kann ich von dir nicht behaupten. Du hintergehst mich. Ich bin diejenige, die das tut. Aber ich respektiere das Talent anderer. Okay. Ich glaube, damit, dass wir jetzt... Was für ein großartiger Fleck Ozean das ist. So voll von nicht. Er hat vielleicht etwas Meeresschlamm abgekriegt, aber immer noch einer der schönsten Schlüssel, die ich je gesehen habe. Da wir alle Schlüssel haben, beenden wir die Folge hier. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann schauen, was wir in dem Tresor finden. Bestimmt das Geheimnis und damit das Ende des Spiels. Haben wir...